macht es, wenn es knallt. Man fängt an, gegeneinander zu laufen und sich gegenseitig umzuschubsen. Und wichtig ist, dass man fair spielt, dass man sich nicht von hinten tackelt, weil die Verletzungsgefahr dann doch ein bisschen höher ist. Aber es ist einfach Rauch auf den Mann und ab ins Tor mit dem Ball. Seid ihr bereit? Ja! Vergesst mal ganz kurz die Fußball-WM. Wir stellen euch heute eine neue Trendsportart vor, die viel mit Fußball gemeinsam hat, allerdings mit einem kleinen Unterschied. Beim Bubble-Football ist jeder der Spieler mit einem sogenannten Bumper ausgerüstet. Neben Tore schießen geht es vor allem darum, sich gegenseitig umzurennen. Und an erster Stelle steht natürlich der Spaß. Allerdings ist das gar nicht so einfach, wie es aussieht. Denn in den großen Bumpern wird es doch ganz schön warm und vor allem das Aufstehen ist nicht ganz so leicht. 5 Teams mit 4 Spielern pro Mannschaft konnten sich bei dem Bubble Football Turnier in Rostock bei insgesamt 10 Spielen ordentlich auspowern. Ich stehe hier gerade mit Team Rocket. Erzählt mal, macht's denn Spaß soweit? Absolut, also ihr habt es bisher vorher auch noch nicht gemacht, ne? Und bisher ist es eine super Erfahrung, so ein paar Leute umknolzen, macht schon Spaß. Aber Fußball hat nicht viel zu tun, muss ich sagen. Und was ist so eure Taktik dabei? Die Taktik ist eigentlich loszurennen und die anderen irgendwie wegzuschubsen, damit irgendjemand den Ball noch nehmen kann. Okay, und eure Motivation ist hier zu gewinnen oder ist das einfach nur just for fun? Nein, wir wollen nur ein paar Leute umboxen. Und dabei schon gewinnen. Dabei gewinnen. Aber auch mit Abstand Erster werden. Also wir wollten ja auch keine Zweifel aufkommen lassen um den Sieg. Ne? Wir waren klare Favoriten vorher und das wollen wir halt auch beweisen, ne? Ganz klar. Und, seid ihr bisher denn mit eurer Leistung auch zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Also die Jungs machen das richtig gut. Ich stehe ja nur im Tor, aber ich beobachte das alles und die machen das richtig gut. Bei mir kommt kein Ball fast an. Ja, das ist super. Denn euch viel Spaß noch, ne? Dankeschön, euch auch. Veranstaltet wurde das Ganze im Rahmen der Landesjugendsportspiele, welche jedes Jahr in einer anderen Stadt ausgetragen werden. Passend zum Jubiläumsjahr fanden sie dieses Jahr in Rostock statt. Die Organisatoren des Bubble-Football-Turniers waren die Mitglieder des Junior-Teams der Sportjugend in Mecklenburg-Vorpommern. Die haben sich ganz schön ins Zeug gelegt, um den Bubble-Footballern einen tollen Tag zu bereiten. Also das Junior-Team der Sportjugend MV ist ein Team aus jungen Engagierten, die einfach Bock haben, mit Kindern und Jugendlichen etwas zu unternehmen. Besonders hat es diesen sportlichen Charakter. Es ist uns wichtig, dass gerade in der heutigen Zeit, wo Kinder wenig draußen sind und sich wenig bewegen, dass wir sie bewegen und dass wir sie motivieren, auch in ihrer Freizeit mehr Sport zu treiben. Coole Sache und definitiv eine Alternative zum Konsolezocken zu Hause. Das Turnier gewonnen haben die Mädels des FSV 02 Schwerin. Preise gab es natürlich auch. Frisbees, Strandmuscheln, Handtücher und vieles mehr. Neben Bubble Football und Co. veranstaltet das Junior-Team der Sportjugend NV als nächstes ein Surflager am Pepelower Salzhaff. Gesucht werden immer aktive ehrenamtliche Mitglieder zwischen 16 und 26 Jahren, die Spaß daran haben, Sportevents zu organisieren. Informiert euch doch einfach mal unter www.sportjugend-mv.de.